Liebe Richterinnen und Richter des Plattengerichts, vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich bin's wieder, euer Plattenanwalt Simon. Heute mit einem Label-Special. Und zwar möchte ich euch heute, wenn ihr es noch nicht kennt, das Label Soul Jazz vorstellen. Aber auch wenn ihr es schon kennt, vielleicht gibt es noch was Interessantes zu entdecken. Ja, das Soul Jazz Label kommt aus London, hat auch einen Plattenladen, und das, finde ich, macht es besonders, dass wir also mitten in Soho, London, gleich in der Nachbarstraße zu der, weiß ich gar nicht, wie hieß die noch, Berwick Street, die auf dem Oasis-Cover abgebildet ist, also in Soho, führen die also ihren Laden. Da gibt es also alle erdenklichen Pressungen dann auch direkt zu finden und ja, gleichzeitig eben auch als Label aktiv und nicht nur als Plattenladen. Das finde ich, macht es besonders. Ich habe den Laden das letzte Mal 2018 auch besucht, ziemlich genau jetzt 4 Jahre her im Sommer 18. Ja, schöner Eckladen, große Fenster. Und auch von innen, jetzt also ganz analog, ich habe es ausgedruckt und kopiere das hier nicht rein ins Video. Ja, von innen schön mit Holz alles gemacht, bis oben hin voll, aber nicht unsortiert. Man findet sich gut zurecht. Neben Platten gibt es auch CDs. Es gibt eben dann auch Platten von jetzt nicht nur dem Label, sondern noch andere Sachen, Secondhand oder neu. Es gibt auch noch ein Kellergeschoss. Wie bei Reckless, glaube ich, war das auch. Und ja, das also lädt auch zum Stöbern ein. Und man bekommt es dann eben da auch vielleicht einen Tacken günstiger manchmal als im Internet. Und das wollte ich auch vorab schon mal voranstellen. Ruhig auf dem Label-eigenen Webshop mal schauen. Im Vergleich zu Discogs-Preisen. Manchmal vielleicht kommt man da besser weg. Oder vielleicht sind auf dem Label-Webshop schon Reissues da oder so, das kann man auch mal so ein bisschen vielleicht noch vergleichen. Hier nochmal die Verkaufstheke im Erdgeschoss und ja, also feiner Laden, wenn ihr es mal nach London schafft, ruhig mal reinschauen. Wodurch zeichnet sich denn dieses Label aus? Also Soul Jazz gibt schon so ein bisschen die Richtung vor, in welchem Musikgefilden wir uns da befinden. Eins, was jetzt vielleicht dann noch, durch den Namen allein noch nicht so nahe liegt, es ist sehr viel aus dem Bereich Reggae dabei, wobei jetzt der frühe, ganz frühe Reggae sicherlich auch sehr Soul-lastig war oder aus dem Soul kommt und hin und her und so. Und ja, also es ist auch eben viel jamaikanische oder überhaupt Reggae-Musik dabei und die zeichnen sich dadurch aus, es gibt ganz viele hochklassige, und da kommen wir jetzt gleich zu, Sampler. Die sind toll archiviert, also toll recherchiert und zusammengestellt, eigentlich immer Mucke aus der zweiten Reihe, nicht jetzt die offensichtlichen Hits, die jetzt jeder kennt und so, sondern einfach das Thema, die Musikrichtung wird im Sampler vorgegeben, und dann gibt es da also sehr viel, also was für Trüffelschweine, würde ich mal sagen, sehr oft. Das ist das eine, also es ist viel Musik, toll kuratiert, sagt man vielleicht auch, toll zusammengestellt, Sachen, es gibt immer Überraschungen, ich glaube, jeder, der selbst in einem bestimmten Genre schon etwas firm ist, wird hier Sachen finden können, die toll sind und noch nicht bekannt, es gibt also viel zu entdecken. Es ist stets toll aufgemacht, mit ganz viel Liner Notes, ganz viel Liebe zum Detail, vielen Abbildungen, es ist stets tolle Soundqualität, meist, also es wird normalerweise die Plattenseite von 20 Minuten bei weitem nicht erreicht, meistens eher nur 15 Minuten. Das ist also auch schon herausragend. So ergibt sich immer ein Doppel- bis Dreifach-Album und dann immer zu einem wirklich sehr humanen Preis. Das kommt auch nochmal dazu. Also der Inhalt der Sampler ist toll, es ist toll aufgemacht, es klingt toll und es ist ein günstiger Preis. Gerade jetzt, wo Plattenpreise andernorts durch die Decke gehen, ist das auch mal eine schöne Sache, wo man also für relativ wenig Geld, und das erzähle ich auch gleich ganz kurz, was der Marktpreis immer so jeweils ist, schon auf seine Kosten kommen kann. Soul Jazz. Der Plattenladen selbst heißt Sounds of the Universe und auch, glaube ich, der Webshop heißt so Sounds of the Universe, aber das Label heißt Soul Jazz. Ja, ich starte gleich.
So, und wer nicht viel Zeit hat und sich vielleicht auch dann erstmal doch noch schon mal ein Album zulegen möchte, das ist dann gleich hier die erste. Ach so, die Reihenfolge hier heute, wie ich sie durchgehe, ist einfach nach der Katalognummer. Wir fangen im Prinzip mit der frühesten Veröffentlichung an und enden dann mit der letzten Veröffentlichung. Wobei ich jetzt hier gleich eine Ausnahme machen muss, nämlich folgende. Im Original ist dieser Sampler 100% Dynamite. Der ist erschienen 98 erstmalig. Ich habe jetzt hier halt eine Reissue aus 2015, deswegen trägt die eine andere Katalognummer. Ursprünglich die Katalognummer war Soul Jazz Records, also SJR 40. Jetzt bin ich hier bei 321 angelangt. Hat den Hintergrund, dass jetzt nicht nur einfach der ursprüngliche Sampler wieder veröffentlicht wurde, sondern er wurde etwas ergänzt um vier oder fünf Bonustracks, habe ich mir hier notiert. Deswegen habe ich hier eine andere Nummer als die ursprüngliche Veröffentlichung, aber erstmalig ist der in etwas anderer Form mit der Nummer 40 erschienen, und zwar 98. Ein ganz, ganz großartiger Reggae-Musik-Sampler. Und wie gesagt, wer jetzt nicht die Zeit hat, sich das hier alles anzuschauen oder auch einfach den Tipp möchte, womit fange ich mal an hier zum Einstieg, wer mit Reggae was anfangen kann unter all den Platten hier, würde ich vielleicht erstmal diese kaufen. Die ist auch, was habe ich hier notiert, 30 Euro kriege ich die bei Discogs in Mint, was jetzt wie gesagt auf der Webseite vom Sound of the Universe steht. Was sie da abrufen, weiß ich nicht, aber dann kommt das wahrscheinlich jetzt ja aus England und in Pfund. Das ist dann wahrscheinlich alles wieder ein bisschen schwierig am Zoll möglicherweise, wenn es per Paket kommt. Ja, weiß ich jetzt nicht. So, aber also ein toller Sampler. Erstmal besticht er auch durch seine Aufmachung ein Gatefold. Ich habe es ja schon gesagt, immer so, tolle Songqualität. Hier jetzt mal keine großen Liner Notes, sondern einfach nur, wie so oft, das werden wir gleich oft sehen, einfach nur Werbung für die anderen Veröffentlichungen. Ja, gut, das ist jetzt mal was anderes. Percent Dynamite, ein wirklich bestechender Reggae-Sampler. Hier sind kleine Liner Notes, Dynamite Sounds from Jamaica steht hier. Ich möchte einfach nochmal die erste Plattenseite alleine schon hervorheben. Da haben wir also zum Beispiel, ja, Massive Attack. Das sind jetzt hier nicht drauf, aber ich glaube, die erste Seite ist komplett Inspirationsquelle für Massive Attack. Kennt ihr von Daddy G, den DJ Kicks Sampler? Tolle Sache. Da ganz kurz, die CD ist dann halt ein typisches Mixtape und super, super Sache. Und auf LP ist es dann ein bisschen anders gemacht. Das sind dann eine Auswahl der Stücke, die in dem Mixtape sind, voll drauf, also in voller Länge drauf. Ja, das ist ein bisschen, das Mixtape ist super. Also die gibt es nur auf CD, DJ Kicks, Daddy G. So, und da haben wir dann also zum Beispiel eben hier Rocksteady von den Marvels hier drauf, was er da schön auf seinem Sampler noch ein bisschen bassiger macht, ein bisschen Massive Attack Style eben. Und dann haben wir hier eben als letztes Stück auf der A-Seite Be Thankful. Das kennt man von Massive Attack als Coverversion. Be Thankful for What You Got dann eben. Ne? Das alleine schon. Und auch die anderen Stücke kennt man aus seinem Sampler. Und dann geht das eben so weiter. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein toller Reggae-Sampler im eher früheren Reggae, würde ich mal sagen, der 60er. 100% Dynamite. Der Titel hält, die Platte hält, was der Titel verspricht. Kann ich jedem Reggae-Fan nur ans Herz legen. Dann kommen wir gleich zum nächsten. Die ist, habe ich hier notiert, Hustle. So, Hustle. Auch da ähnlich wie bei dem anderen. Ursprünglich war das mit Soul Jazz Nummer 66 rausgekommen. In 2002. Da merkt man also anhand der Taktung, früher zu Beginn waren nicht so viele Veröffentlichungen wie jetzt später, da folgt doch viel mehr Output. So,
So, Nummer 66 in 2002. Ich habe jetzt hier die wiederum Wiederveröffentlichung mit Nummer 398 Katalognummer. Auch eine neue Katalognummer, weil der ergänzt wurde, der Sampler. Was habe ich mir hier notiert? Ja, wie viel weiß ich nicht. So, meine Version ist 2017 erschienen. 35 € kostet die neu im Internet. Und also, ist eine komplette Platte dazu gekommen mit dieser Version. Ursprünglich war es eine Zweifach-LP, jetzt ist es eine Dreifach-LP. Und auch erstmal kurz von der Aufmachung her, also ich meine, das Cover ist schon geil. Und dann von der Aufmachung her, achso, ja, Download-Codes gibt es auch meistens dazu. So, was haben wir hier jetzt? Auch relativ nüchtern, okay. Habe ich gesagt vorhin, es gibt immer so viele Liner-Notes, ja, bei anderen Veröffentlichungen später. Ne? So, hier haben wir halt auch einfach nur Cover anderer Veröffentlichungen. Hier jetzt mal das Label, ein Bild, das dem Cover entspricht. Ja, und also tolle Sachen. Ich sage das jetzt nicht mal extra, also die klingen mal toll. Ja, so, was habe ich jetzt hier? Also zum Beispiel gleich das erste Ring My Bell ist geil. Das ist halt alles ein bisschen mehr Dancehall-mäßig, weil hier steht eben Disco. Ne? Das ist jetzt nicht so der Root Reggae oder so. Sondern alles so ein bisschen elektronischer produziert, kann man sagen. So der 80er Dancehall, würde ich mal sagen. Ne? Und dann, klar, hier als zweites gleich ein Michael Jackson-Cover, Don't Stop Till You Get Enough, das ist auch geil. Also, ja, mal reinhören. Ja, man kann online reinhören auf dem Webshop. Da gibt es immer Auszüge, meine ich, relativ umfangreich, dass man nicht alle Stücke mal so ein bisschen anspielen kann. Ich glaube, auf den üblichen Streamdiensten, da wird es vielleicht etwas schwieriger, gerade was Sampler angeht, hat man da häufig, glaube ich, nicht die Lizenzen. Hat man auch schon mal gleich den Sampler wieder zu streamen, sondern dann ja, ist das eine Playlist aus verschiedensten Veröffentlichungen oder so und dann fehlt ja die Hälfte. Ne? So, jetzt Box of Dub, erschienen 2007. Liegt jetzt so bei 25 €. Meine Version fällt hier schon so ein bisschen aus dem Rahmen auseinander. Gibt es auch noch einen zweiten Teil von. Und ist eine Dreifach-LP. So, ja, jetzt habe ich hier nur einmal dieses, genau, mal nur gefütterte Innenhüllen. Die hatte ich nur einmal Gebrauch gekauft. Vielleicht liegt es daran, vielleicht hat jemand das weggeschmissen, weiß ich nicht. Dubstep. Hier geht es um Dubstep. Ist jetzt so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich höre es immer noch gerne. War auch gerade früher hier in Düsseldorf. Ja, gab es einige Events. Also dieses Festival, was immer jeden Sommer stattfand, auf der Radrennbahn oder vorher dann da im Schwimmbad Lörrick. Da gab es nämlich einmal so ein Dubstep-Zelt. Da lief den ganzen Tag Dubstep. Das war geil. Ja, und also hier, wer damit was anfangen kann, ist ein toller Sampler. Geht auch gleich los mit, also sind alles die Größen drauf, die damals so diesen Stil mitgeprägt haben. Und das sind auch, soweit ich das weiß, auch alles exklusive Veröffentlichungen, Songs, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, die dann auf den regulären Alben der Leute nicht erschienen sind. Hier ist auch besonders wenig Spielzeit pro Seite, immer nur 10 Minuten, sodass man relativ nah an die englische DJ-Kultur rankommt, die Songs möglichst immer nur jeden Song auf eine Seite zu pressen, als Maxi, damit möglichst viel Wumms hinter ist. Und das ist hier auch. Hier ist Wumms. Also wenn ihr, also Bass-Wumms, ne? Wenn ihr einfach mal die Gläser im Regal klingen lassen wollt oder mal gucken, Toleranzgrenze der Nachbarn, das Album. Ne? Ist auch ein bisschen upfront teilweise Dubstep, also es ist nicht nur ganz relaxed, teilweise auch sehr wilde Rhythmen dabei. Und einfach mal von vornherein reinhören. Wenn ihr da Anspieltipps, kann ich jetzt hier gar nicht so richtig liefern, weil das alles irgendwie geil ist. Richtig geil. Aber ja, der Eröffnungstrack, der sticht schon mal heraus von Digital Mystics, I Wait. Und dann Seite 2, das erste Stück von Scream, Sub Island, auch geil. Box of Dub. Ich würde mal mit dem ersten Teil anfangen. Der zweite, ich finde, ja, der steht auch noch schon ein bisschen dahinter zurück.
Das war die Nummer 161. Jetzt mal ein bisschen Stilwechsel. Bossa Nova. 2011 erschienen. Katalog Nummer SJRLP 239 minus Vol 1. So, die sieht so aus. Die habe ich auch dann direkt da damals vor 4 Jahren gekauft. Und die liegt jetzt ein bisschen höher schon. Die liegt nämlich bei, was hatte ich mir notiert, 50 Euro in neu, jedenfalls bei Discogs. Wie gesagt, bei dem eigenen Webshop. Vielleicht ist es ja günstiger. Und ja, ich meine, was soll ich jetzt groß zu sagen? Bossa Nova eben. Und geht schön ins Ohr. Wieso die ganze Musik, um die es hier heute geht, ich finde, die passt gut zum Sommer. So, stimmiges Label dazu. Das ist jetzt eine Doppel-LP. Und das Schöne, einfach mal, ja, wer Bock hat und nicht mehr hier Stan Getz oder wie heißt der noch, dauernd rauf und runter, einfach mal eine neue Inspiration braucht im Bereich Bossa Nova, der kann hiermit wirklich gut was entdecken. Für euch gerne. Ja, und also die Musikvielfalt, der ist keine Grenzen gesetzt. Hier Delta Swarm, auch 2011 erschienen, kostet neu so um die 20 Euro, ist die Katalognummer 243. Ich habe jetzt mal den zweiten Sampler, Volume 2, hier jetzt mal reingeholt, aus dem einfachen Grund, weil hier halt einer meiner Lieblingsinterpreten aus diesem Genre nämlich drauf ist, nämlich Tony Joe White. Mit Poke Salad Annie. Ich meine, das hätte auch mal Elvis gecovert. Und wer Tony Joe White, dem das nichts sagt, der hat Rainy Night in Georgia geschrieben. Jawohl. So, also es geht hier um Southern Rock, Swamp, also Mississippi Delta. Wie nennen die das hier? Genau, Delta Swamp Rock. Manche sagen dann also Southern, und um es ein bisschen genauer zu sagen, also es geht hier um das Mississippi Delta. Sumpfgebiet, Musik, ja, es sind halt auch ein paar prominentere Vertreter drauf, wie zum Beispiel eben hier Johnny Cash, ja. Leon Russell ist drauf, eine schöne Sache, den finde ich ja so ein bisschen mehr so Richtung New Orleans, aber das passt ja auch, ist ja die Gegend ungefähr, ja, nicht so ganz, ne? New Orleans ist dann schon wieder ein bisschen andere Musikrichtung, aber er ist ja halt auch drauf, schön zusammengestellt. Schöne Südstaaten-Rock-Musik. Also, dann wirklich sehr facettenreich hier die Genres aus dem Label. Soul Jazz. Doppel-LP. Auch hier kann man relativ gut sehen. Zurückhaltend bespielt. Also, da ist viel Luft, da ist viel Platz für gute Musikqualität. Die Rückseite schon gezeigt, so sieht die aus. Ja, jetzt wird es kurioser, ne? Die Boombox 2016 Volume 1, es gibt tatsächlich 2 oder 3 inzwischen aus der Serie und günstig zu kriegen, also 20 Euro kostet die neu. Ist eine Dreifach-LP, also ich finde das Cover ist es wert. Hängt auch groß in dem Laden drin. Ne? So sieht das aus. Gibt es auch sogar einzeln zu kaufen als Plakat, dieses Cover. Und ja, Dreifach-LP. So, und hier sind mal richtig Liner Notes dabei, was ich vorhin meinte. Witzig. Geht immer weiter. Ja. Schicke Autos auch. Ja, und der Hype-Sticker hier, Early Independent Hip-Hop, Elektro und Disco-Rap von 79 bis 82, der sagt dann eigentlich schon alles, worum es geht. Und mit dem Cover dann zusammen weiß man, worum es geht. Ist toll durchzuhören und es ist eine Partymusik, ne, wo ja auch dann letztlich ja Hip-Hop herkommt. Das ja, Partymucke aus dem Funk raus und dann die besten Stellen, wo die Leute am meisten tanzen, einfach mal ineinander geschnitten und dann ging es los auf der Blockparty und das stellt das gut wieder, gibt das gut wieder dar. Brauche ich jetzt auch keine Anspieltipps groß hier rauszuhauen.
Und die macht richtig Spaß, klingt toll mit Liner Notes für einen günstigen Preis. Schöne Hip-Hop-Sache. Habe ich noch irgendwas vergessen an Angabe? Ne? 2016, Katalognummer 334. Jetzt kommen wir mal zum New Orleans Soul, Betty Harris. Die ist 2016 erschienen, erstmalig mit der Katalognummer 345. Gibt es jetzt auch gerade als aktuelle grüne Reissue. Ich glaube, sogar zum Record Store Day kamen die raus. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die ist jetzt relativ teuer schon, 70 Euro. Aber wie gesagt, die Reissue, die kann da sicherlich Abhilfe schaffen. Ich habe hier dann nochmal Liner Notes, wenigstens auf einem Inner Sleeve dazu. Und ja, Untertitel, also ist es ein Sampler von über die Sängerin The Lost Queen of New Orleans Soul steht hier drin. Oder ist der Untertitel des Samplers. Studying Collection of Deep Soul and Heavyweight Funk from Betty Harris. Ja, also es klingt ein bisschen räudiger, als man vielleicht sonstige Soul und Funk-Sachen. So Funk habe ich auch gar nicht so viel gehört, aber diesen Soul klingt ein bisschen räudiger und ein bisschen auch rockig. Gefällt mir sehr gut. Betty Harris. Gut, also mal einfach ein Sampler, der sich jetzt nicht um ein Genre dreht, sondern um eine bestimmte Interpretin. Das ist auch überhaupt, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Die bringen auch Sampler raus, ganz viel Studio One Sampler, also alles Mögliche noch aus diesem berühmten Aufnahmestudio in Kingston. Und die werden dann bestimmten Themen zugeordnet. Und dann gibt es nur Reggae-Sängerinnen, Sampler und. Also, ja, dem ist da keine Grenze gesetzt. So, der nächste. Soul of a Nation. Ich habe jetzt hier den zweiten Teil. Es gibt den ersten, den kenne ich leider nicht. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft, mir den mal anzuschaffen. Und irgendwann ist auch mal ein bisschen gut. 2018 erschienen, Katalognummer 423. Und Jazz is the teacher, Funk is the preacher. Also das gibt das auch schon mal wieder ganz nett wieder, worum es eigentlich geht. Afrocentric Jazz, Street Funk and the Roots of Rap in the Area of Black Power 69 bis 75. Also wieder ganz interessant. Ja, das ist ein toller Schmelztiegel aus Soul und Funk. Ich finde auch, ja, also Fusion Rock würde ich da vielleicht auch mal ein bisschen so rein interpretieren. Also zum Beispiel, wer von Zappa die Hot Rats gut findet, ist vielleicht mit dieser hier auch mal ganz gut bedient. Also ist so ein bisschen, gibt es manchmal so Erinnerungsstücke, die ein bisschen in diese Richtung gehen, also auch in so Fusion Jazz mit Rockanteil. Auch hier wieder Liner Notes. Dreifach-LP liegt jetzt bei 25 Euro. Also da ist man bestens bedient. Klingt gut, wie immer. Schön aufgemacht. Macht Spaß. Ah, und ich finde auch die Cover nochmal, das ist schon toll gemacht alles. Wie die das hier so raushauen. Ah, wird es auch langsam eng. Hier ist noch einer, der ist auch super. Space Funk, 2019 erschienen, liegt jetzt so bei ca. 30 Euro in neu. Katalognummer 449 minus 7. Diesmal als Gatefold. Schön gemacht, ne? So, ich glaube, hier waren jetzt keine großen Liner Notes mehr dabei, richtig. So, hier habe ich mir mal eben den Hype-Sticker dann da draufgeklebt. Limited Deluxe Edition. Ach so, ja, da steht jetzt nichts zum großen Stil. Da war noch eine Single dabei, die habe ich, glaube ich, dann zu meinen Singles gestellt. Die ist jetzt nicht mit. So, egal. So sieht das aus. Und, also auch geil. Wir bewegen uns hier eben im Elektrofunk. Ne?
wie der Name hier heißt. Afrofuturist Electrofunk in Space 76 bis 84. Und was soll man da noch groß zu sagen? Computerfunk, ja. Hier ist zum Beispiel das dritte Stück hier. Santiago, Bionic Funk zum Beispiel, so ganz tiefe Bässe schon. Und ja, irgendwie, weiß nicht. Manchmal muss man so ein bisschen an die ganz frühen Chili Peppers auch denken, aber es gibt viel bessere Referenzen sicherlich. Ich bin da auch an dem Elektro-Funk dann auch nicht so firm oder habe jetzt gerade die Namen auf der Kette. Ich hatte letztes Jahr mal so eine Phase, da habe ich relativ viel, die kann man auch ganz günstig ja zum Teil kriegen, ne? Die ganzen so Anfang 80er Funk-Sachen und so. Und ja, toller Sample. Ey, der Bock drauf hat, ne? Space Funk und mit Elektro. Also starke Sache. Toll aufgemacht. Das Cover sagt es auch schon wieder aus, worum es geht. Hier. Der jetzt, ne? Der Black Riot Sampler 2020 erschienen. Liegt auch so ungefähr bei 20 Euro. Hat die Katalognummer, wo sind wir denn? 452. Ja. Black Ride, Early Jungle, Rave und Hardcore. Ja, und der, also auch da wollte ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Jungle, die allererste Prodigy, also die Experience zum Beispiel, die ist ja noch ziemlich Jungle-lastig. Und ja, wenn man das dann nochmal ein bisschen härter macht und sowieso, ich weiß nicht, ob ihr die frühen Jungle-Sachen so mitverfolgt habt, damals auch aus England, DJ Hype und so, die frühen. Dann, das war, ist ja ein ganz schönes Gebretter. Und das gibt dieser Sampler auch wieder, deswegen Rave Hardcore passt auch gut als Titel. Und allein hier der erste Song, Rhythm for Reasons von The Smoker's Rhythm, ist, oder ist es jetzt andersrum? Nee, genau. Die Künstler heißen Rhythm for Reasons und der Song heißt Smoker's Rhythm, fängt gleich an mit einem, ich glaube, einem Blubber oder ist das Joint-Zug, so, dann wird stark ausgeatmet und dann geht's los, dann kommen die Breaks und dann kommt der Bass und das Robot, ne? Also, ich finde die super und ja, höre die immer wieder gerne, gerade jetzt, auch schöne Sommerplatte, sowieso. Jetzt mal keine großen Liner Notes, sondern jetzt machen wir hier mal so ein Comic. Es gibt noch ein bisschen einen anderen Sampler, den habe ich jetzt hier nicht mehr mit reingeholt, der haut auch so ein bisschen in diese Kerbe. Drei Stile sind da, also auch Jungle, Lovers Rock und was war das dritte noch? Und dann Funk Soul oder so heißt der. Und also wenn ihr mal bei Soul Jazz noch ein bisschen nach Jungle sucht, dann findet ihr den in so einem weißen Cover und dann sind da so zwei Typen drauf irgendwie. Der ist auch ganz geil. So, aber hier, der Black Riot, Early Jungle, Rave und Hardcore. Tolle Sache. Jetzt nochmal was ganz anderes, auch wenn ich das Label so spannend macht. Jetzt mal eine Eigenveröffentlichung des Labels. Also Künstler, die unter Vertrag genommen haben und aus, dann eben hierauf jetzt ihre Alben veröffentlichen. Trees Speak, 2020 erschienen, liegt so bei 35 Euro. Was ist das denn hier? So, Nummer, Katalognummer 453. Was habe ich hier? Da ist noch eine Single drin. Okay. So, gut. Liner Notes und so ist alles so ein bisschen rar. Na gut, was soll man da auch große Liner Notes machen? So sieht die aus. Und ja, der Hype-Sticker sagt hier New Krautrock meets Post-Punk and Psych-Rock from Tucson, Arizona. For fans of Cluster, Tangerine Dream, Can, Neu, Silver Apples und Early Kraftwerk. So. Ich würde es anders beschreiben. Ja, es ist ein ganz bisschen Krautrock mit drin, aber ich finde, das ist vor allen Dingen eben große Portion psychedelischer Rock. Ich finde, die könnten schon, ich weiß gar nicht, ob sie es tun, aber die können auch auf so aktuellen Stoner-Rock-Festivals hier, Desert Fest oder irgendwie sowas, da könnten die locker auftreten.
Also die haben ganz schön Wurms, das ist ganz schön psychedelisch, das ist schon recht hartrockig, also eher härter, so ein bisschen auch wie die psychedelischen Monster Magnet Songs, so komplett instrumental. Ja, aber es ist ein bisschen elektronisches Gespiele mit dabei und das macht es dann vielleicht diese Referenz zu neu und so weiter auch. Und das ist halt sehr repetitiv. Das, ja, dann versteht man richtig diese Referenzen auch zu Kraftwerk neu und so weiter. Aber ich finde, das täuscht ein bisschen. Also die Härte, die hier mit dabei ist, die geht hier in dem Hype-Sticker, die geht da unter. Treespeak, die haben auch schon zwei, glaube ich, weitere Alben raus. Zweite habe ich auch. Danach, jetzt weiß ich nicht, habe ich jetzt erstmal nicht mehr so verfolgt. Tolles Stück, tolles Album. Kann man empfehlen. Und jetzt zuletzt, dann nochmal wieder was ganz anderes. Kuba. Ja, also wer jetzt keinen Bock mehr hat und Buena Vista in der Sonne zum Caipirinha oder was schon rauf und runter gehört hat und denen das alles langweilt und so, das ist eine schöne Ersatzdroge. Kuba Music and Revolution Experiments in Latin Music 75 bis 85 Volume 1. Katalognummer 461 liegt so bei 30 € in neu. Dreifach LP. Schön aufgemacht. Also wirklich, man bekommt ja was für sein Geld. Ne? Ja, und dann also eben die kubanische Musik. Was soll man da groß zu sagen? Ja. Die großen Hits sind da jetzt alle natürlich nicht drauf. Das ist ja nicht Aufgabe von Soul Jazz, das hier zu wiederholen, was man auf jedem Sampler findet, sondern nein, das ist eben eigens wiederum ausgesucht, alles genau beschrieben in den umfangreichen Liner Notes, worum es sich hier handelt. Also auch ein ganz toller Sampler. Ja, und also ich habe dieses Label früher mal kennengelernt, ein Freund hier in Düsseldorf, der hatte diesen 100% Dynamite Sampler auf CD, der hat es mir angetan und so irgendwie kam das. Dann habe ich das mal dann irgendwann, ne, ein bisschen weiter verfolgt und bin immer mehr in dieses Label eingestiegen. Ich habe noch ein paar mehr Veröffentlichungen in der Sammlung. Ja, es ist manchmal so ein bisschen, es kann einen natürlich schnell erschlagen, wenn ich hier gleich mit drei Plattenseiten hier versorgt werde, dass man die erstmal in Ruhe durchhört und dann auch gut kennt und so. Das dauert seine Zeit. Aber ist ja besser als andersrum, nur eine Platte für viel zu viel Geld. Ne? Und ich kann euch das nur ans Herz legen, da mal ein bisschen reinzuhören in dieses Label, wenn ihr mit den Musikrichtungen, die ja heute dabei waren, von Reggae über Dub, über Elektronik, Soul, Funk, Jazz und dann auch, ich sag mal, Weltmusik jetzt hier, ne, brasilianische Musik, kubanische Musik. Wenn ihr damit was anfangen könnt, hört mal rein. Ja, liebe Richterinnen und Richter, vielen Dank dann, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald mal wiedersehen. Euer Plattenanwalt Simon.